Herzlich willkommen zu 60 Sekunden Politik. Heute habe ich eine interessante Meldung aus Brüssel für Sie dabei. Es geht um den EIF. Der hat beschlossen, über 400 Millionen Euro in europäische Dachfonds zu senden oder zu geben. Das sind öffentliche Gelder, um VCs in Europa zu unterstützen. Voraussetzung ist, dass man in Europa investiert. Und eine weitere Voraussetzung ist, dass man sich in den Fokus Unternehmen oder Startups nimmt, die technologieaffin sind. Also das Ganze ist ein sehr spannendes Programm. Es unterstützt auf jeden Fall auch unsere deutschen Fonds im Fundraising. Der EIF ist ein stabiler Ankerinvestor mit unserer deutschen KfW natürlich zusammen. Und wir freuen uns sehr über dieses Programm. Wir glauben, dass über diesen Weg natürlich auch weitere private Mittel eingeworben werden können. Und insofern gilt natürlich unser Dank an den EIF und mehr erfahren Sie im Internet zu diesem Programm.